Sie sind eine bedrohte Art. Flottenemissionen, Abgaswerte, verpflichtende Assistenzsysteme, das macht den Markt für Sie richtig schwierig und kaum ein Hersteller hat Sie noch im Angebot. Aber heute haben wir das Glück, neben der 7. Generation Suzuki Swift zu stehen. Ein kompaktes Auto, ein richtiger Cityflitzer, den es Gott sei Dank auch 2024 noch auf dem Markt geben wird. Auf der Japan Mobility Show im letzten Jahr wurde bereits das Konzeptauto vorgestellt. Heute dürfen wir uns im Studio ihn hier noch mal ganz in Ruhe anschauen. Ein klein bisschen müssen wir mal noch sagen, wir haben hier ein Vorserienfahrzeug, also ein paar kleine Dinge werden sich wahrscheinlich noch ändern, gerade wenn man hier vorne auf die Spaltmasse guckt, also ein bisschen Nachsicht haben. Aber man sieht auf den ersten Blick schon, der Suzuki Swift ist ganz schön erwachsen geworden und wir wollen uns jetzt mal gemeinsam genauer anschauen. Allzu große Designspielereien hat sich Suzuki verkniffen und man kann den Swift noch deutlich als Swift wiedererkennen. Und man sieht immer noch so ein bisschen so eine leichte Verwandtschaft vielleicht zum Mini, damit lässt er sich super vergleichen. Gucken wir uns aber als allererstes mal die Front an, fällt natürlich auf, die Motorhaube hat sich ein wenig verändert und wir haben jetzt hier diese durchgehende Schulterpartie, die sich einmal so um den Wagen rumzieht und dann so ein bisschen das Gesicht von dem Fahrzeug verändert. Gesicht ist ein Stichpunkt für die Leuchten, denn wir haben hier jetzt LED-Tagverleuchten und ein LED-Hauptscheinwerfer für noch bessere Sicht und man sieht schon, die Nebelschlussleuchte ist hier unten verschwunden, eben auch hier oben in den Scheinwerfer gelangt und der wurde jetzt auch hinten drin so ein bisschen abgedunkelt. Man könnte jetzt sagen, gibt dem Fahrzeug ein bisschen sportlicheren Look. Dazu trägt natürlich auch jetzt ein bisschen die geänderte Form des Kühlergrills bei, dann auch noch mit diesem schwarzen Klavierlack und dann hier unten dieser kleine Stoßfänger. Ja, man könnte schon fast sagen, dass er ein bisschen sportlich daherkommt. Sprechen wir über die Abmessung. Der Swift ist gute 2 cm gewachsen. Wir haben jetzt eine Länge von 3,86 m, wir haben eine Breite von 1,74 und eine Höhe von 1,50 und der Radstand beträgt 2,45 m. Was können wir erstmal zur Optik sagen? Es gibt ihn in 9 verschiedenen Lackfarben, in einer Einfarbvariante, dazu dann auch noch 4 weitere Farbvarianten, wo man farblich abgesetztes Dach wählen kann. Zu der Bereifung, damit der Wagen so ein bisschen effizienter wird, hat man gerade bei den 16 Zoll Felgen, wie sie hier sind, in dieser Bicolor-Variante, die eben für die höheren Ausstattungsvarianten sind, erstmal so ein bisschen aerodynamischeres Design gewählt. Und wenn man eben genau diesen 16 Zoll Yokohama-Reifen für diesen Wagen nimmt, also die Serienvariante, dann hat man auch noch einen um 15% optimierteren Rollwiderstand, ist also ein bisschen effizienter unterwegs. Ansonsten gibt es noch eine 15 Zoll Felge. Seit 2017 wird der übrigens ja nur noch als Fünftürer angeboten. Und das Problem bei den letzten Generationen war, dass der Griff immer hier oben in dieser schwarzen C-Säule drin war und man den gar nicht auf Anhieb so schnell gefunden hat. Umso besser ist es, dass er jetzt hier runtergewandert ist. Das macht es natürlich ein bisschen leichter. Und dann sind wir auch schon beim Heck und können uns diesem kleinen, aber feinen Dachkanten-Spoiler widmen, der natürlich die Aerodynamik von dem Wagen ein bisschen verbessern soll. Und ich finde auch wieder hier so ein Hauch an Sportlichkeit vielleicht gibt. Ansonsten am Heck fällt natürlich auch wieder eine veränderte Leuchtengestaltung auf. Hier haben wir auch ein Stück LED mit drin. Und das Ganze sieht so ein bisschen mehrdimensionaler aus, so wie er gestaltet ist, auch wenn man da reinguckt. Des Weiteren haben wir hier am Heck jetzt serienmäßig eine Rückfahrkamera drin und die Park Distance Control Sensoren hier hinten am Heck. Und dann werfen wir einen Blick in den Kofferraum. Der fasst 265 bis 980 Liter und ist jetzt in seiner Tiefe hier rund einen Zentimeter gewachsen. Die Ladekante geht natürlich tief hier hinten runter, ist hier aber recht schmal gehalten. Wir haben eine recht breite Öffnung, also da kann man noch ganz gut was einladen, versinkt hier hinten gut und rutscht dann vielleicht nicht so dolle durch die Gegend. Auf die inneren Werte kommt es doch letztlich immer am meisten an, oder? Und deswegen schauen wir uns doch mal an, was es hier eigentlich gibt. So ein bisschen der Mix aus klassisch, moderne kombiniert. Was ich gut finde, ist ein eigenes Bediensystem hier für die Klimasteuerung mit richtig echten Knöpfen und das Ganze ebenso auch am Lenkrad, eben genau dieses klassische, wie wir es kennen, einfach zu bedienen. Und dann haben wir aber auch im Gegenzug noch dazu ein 9-Zoll-Touch-Display. Und was ich besonders gut finde, ist, dass wir jetzt eben Apple CarPlay und Android Auto kabellos hier voll integriert haben. Das System hier ist natürlich softwaretechnisch nicht das flotteste,
Aber ich muss ehrlich sagen, da kann ich in dem Fall auch mal drüber hinwegsehen. Es ist dafür eben recht einfach gehalten. Ich komme hier recht flott zurecht. Sprechen wir über Materialien. Klar, ich habe hier eine ganze Menge Kunststoff in dem Fahrzeug drin und stoffbezogene Sitze. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Kleinwagensegment ist das alles eine Preisfrage. Und ich möchte eben hier ein vernünftiges Auto zu einem vernünftigen Preis haben. Und dafür macht es hier alles einen guten Eindruck. Ich finde, das ist absolut dementsprechend, was ich von dem Wagen hier erwarte. Ich habe hier in der Türtafel nochmal Flaschenhalterung und auch noch zwei Becherhalter hier. Jetzt kommt man hier wahrscheinlich keine größere als eine 1 bis 1,5 Liter Flasche rein. Aber auch das, finde ich, lässt sich absolut, was den Stauraum hier angeht, verkraften. Ein Fan bin ich noch hier von so einer richtigen Handbremse. Da weiß man noch, was man in der Hand hat. Und eben hier eine Handschaltung sieht man auch immer seltener in Fahrzeugen. Was neu hier unten ist, dann hat man eben nicht nur ein USB-A, sondern auch USB-C-Anschlüsse. Also auch da eben State of the Art unterwegs. Und State of the Art ist auch das Thema Assistenzsysteme. Denn eben gibt die EU neue Regularien ab Mitte des Jahres vor. Und jedes neue Fahrzeug, was ab dann auf den Markt kommt, muss eben erweiterte Assistenzsysteme mit an Bord haben. Die hat der Swift hier natürlich auch mit drin. Sind eben so Sachen wie zum Beispiel ein aktiver Notbremsassistent für einen Querverkehrswarner, der eben Kollisionen verhindert, indem er eben selbst das Fahrzeug zum Bremsen bringt. Oder sowas wie ein aktiver Spurhalteassistent mit Lenkeingriff hat er hier alles mit drin. Und da muss ich doch sagen, das sieht doch hier alles ordentlich vernünftig aus. Geht das hinten auch so weiter? Ach, ich muss sagen, es ist schon gleich viel intuitiver, wenn der Türgriff hier unten und nicht da oben ist. Und wenn ich jetzt hier einsteige, muss ich erstmal sagen, mir gefällt es, dass wir einen schönen großen Einstieg haben. Auch hier mit der Dachkante passt es für meine 1,64 noch. Wer ein bisschen größer ist, muss hier gut den Kopf einziehen. Bisschen aufpassen, aber ich finde, hey, für ein B-Segment, 1,5 Fäuste nach oben hin Platz, das ist doch, was Kopffreiheit angeht, echt doch noch eine vernünftige Sache. Und auch hier Beinfreiheit, ich kann die Füße drunter schieben, ich habe hier noch reichlich Platz. Der Sitz ist nicht ganz auf meine 1,64 eingestellt, ist ein bisschen weiter nach hinten. Also als Referenz nochmal, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Ich habe hier hinten drei Sitze, wir haben hier wirklich einen sehr weich, ja, gepolsterten Sitz. Ne? Ist natürlich, wie gesagt, auch immer bei so einem Segment eine Preisgestaltung. Und dafür finde ich das aber echt vernünftig hier. Ansonsten, naja, viel Annehmlichkeiten, was Klima und Co. angeht, gibt es hier nach hinten natürlich auch nicht. Dafür kann ich in die Türtafel hier unten eine, würde sagen, halbe Liter Flasche Wasser auch noch einstauen. Ja, aber ich muss sagen, mehr brauche ich doch hier hinten noch eigentlich gar nicht, oder? Mit 1000 bzw. 1100 Kilo ist der Swift hier ein echtes Leichtgewicht und deswegen brauchen wir auch keinen dicken Motor. Hat er ja vorher auch nicht gehabt. Was sich jetzt allerdings ändert, ist, dass wir einen Hybridantrieb haben und einen 1,3 Liter Motor. Warum gibt es jetzt so einen Hybriden? Na, weil es eben die Verbrauchswerte, die CO2-Emissionen senkt. Aber keine Sorge, er hier muss nicht extern an Stromkabel angeschlossen werden, sondern wir haben hier einen 12-Volt-Startergenerator, der eben als Unterstützung für den Verbrenner dient. Heißt also, der Verbrenner springt ein bisschen besser an, es kann mal kurz ein paar Meter gesegelt werden. Es läuft einfach alles so ein bisschen optimierter. Dafür kann man aber auch nicht wirklich elektrisch fahren. Jetzt haben wir im Innenraum schon gesehen, es gibt ihn mit einer 5-Gang-Handschaltung, aber man kann natürlich auch eine komfortablere Automatik wählen. In dem Fall wäre es dann ein CVT-Getriebe. Und zur Leistung, das System hier kommt auf 83 PS und 110 Newtonmeter. Und eine Besonderheit, die er hier hat und auch schon immer hatte, und so gehört es sich natürlich auch für einen richtigen Suzuki. Wir haben hier einen optionalen Allradantrieb auch noch im Petto. Wer das haben möchte, der hat dann zusätzlich noch durch eine Viskoskupplung im Fahrzeug eben dann ein optionales Allradsystem, das eben sobald die Vorderachse an Traktion verliert, das Drehmoment an die Hinterachse schickt, sodass da eben dann die Unterstützung von hinten noch zusätzlich kommt. Da es kein permanentes Allradsystem ist, schlägt es sich in dem Fall dann natürlich auch nicht auf den Verbrauch nieder. Ich finde es richtig gut, dass Suzuki ein Fahrzeug im B-Segment immer noch mit Verbrennungsmotor anbietet und hier nicht irgendwie ein Akkupaket reinpackt, sodass man nur eine geringe Reichweite hat, weil Platz für größere Batterien nicht da ist. In der neuesten Generation ist er natürlich auch an alle Anforderungen der EU angepasst. Heißt also eben ein verbrauchsärmerer Motor und die neueste Technik, was die Assistenzsysteme angeht, die ja eben ab Mitte des Jahres verpflichtend für alle neuen Fahrzeuge sein wird. Jetzt ist natürlich die ganze Frage, diese neue Technik, die schlägt sich ja in der Regel auch auf den Preis nieder. Bisher gab es den Swift ab 18.140 Euro.
Mit Sicherheit muss er mit dem Preis hochgehen. Das Ziel ist eigentlich immer noch so um die 20.000 Euro zu liegen, im besten Fall auch noch drunter. Den genauen Preis habe ich aber zum jetzigen Zeitpunkt selber noch nicht erhalten. Ich bin auch gespannt, wie er dann jetzt letztendlich platziert sein wird. Was ich allerdings weiß, ist, dass es einen Suzuki Swift Sport, wie wir ihn bisher kannten, ab Mitte des Jahres nicht mehr geben wird. Und das gleiche Schicksal ereilt übrigens auch den Ignis und den Jimny. Und das verdanken wir natürlich eben diesen EU-Regularien, die es eben bis zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich macht, die Fahrzeuge so, wie wir sie bisher kannten, auf den Markt zu bringen. Wir sind also gespannt, wie das vielleicht in einer Zukunft, wenn man mal so in die Glaskugel guckt, vielleicht weitergehen wird. Das ist auf jeden Fall der neue Suzuki Swift. Ich muss sagen, persönlich, ich bin Fan davon, ich mag diese Klasse, finde es schön, dass sie noch angeboten wird und freue mich natürlich, wenn ihr auf YouTube uns eure Meinung kundtut, unten in den Kommentaren den Account abonniert, die Glocke aktiviert und wir uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wiedersehen.